Direkt am Bahnhof in Eschede ist das neue Naturpark-Informationszentrum zu finden. Einwohner, Reisende und Gäste werden hier ausführlich über den Naturpark Südheide informiert. Ja, das Naturpark-Informationszentrum wurde im September 2012 eingeweiht. Dieses Naturparkzentrum soll also wirklich über den Naturpark Südheide, über die Vielfalt des Naturparks informieren. Und wir sehen hier auch in diesem Zentrum drei Bereiche. Der erste Bereich des Zentrums beschäftigt sich mit den Landschaftselementen des Naturparks. Anhand einer Karte wird deutlich gemacht, welche Landschaftsformen die Südheide prägen. Darüber hinaus spielt das Thema der Heidebauernwirtschaft in einem anderen Abschnitt eine große Rolle. Und das zentrale Thema ist Wasser im Naturpark Südheide. Ja, wir sind also hier in dem Bereich Landschaftselement Wasser und wir sehen vor uns jetzt hier einen Bildschirm, wo ein Animationsfilm in einer Länge von etwa 4 Minuten gezeigt wird. Und dieser Film macht also deutlich, um was es denn hier überhaupt geht, was den Besucher hier erwartet. Er stimmt ihn quasi ein, Wasser. Auch der Laie wird hier gut vorbereitet. Für Pflanze, Mensch und Tier. Wunderwelt Heidebach. Eine einzigartige Fließgewässerlandschaft im Naturpark Südheide. Mithilfe von interaktiven Informationsstationen und zahlreichen Videoanimationen soll den Besuchern möglichst viel Wissen vermittelt werden. Also die Ausstellung ist selbsterklärlich. Man muss sich in der Tat auf Entdeckungsreise begeben. Und wir haben hier das Beispiel der Landwirtschaft, wie sich die Landwirtschaft hier in dem Raum dargestellt hat, vor ja nicht nur Jahrzehnten, sondern vor mehr als 100 Jahren. Und das wird hier insbesondere auch für junge Menschen sehr, sehr anschaulich dargestellt, wie sich doch die Lebensverhältnisse verändert haben und was das auch für eine Auswirkung auf Flora und Fauna hatte. Ja, ich darf alle Einwohner, alle Menschen aus der Region, alle Gäste eigentlich nur dazu animieren, hierher zu kommen, das Naturpark-Informationszentrum zu besuchen. Für mich ist es ein klares Muss, wenn ich mich hier in der Region aufhalte, denn es vermittelt mir die Schönheit und die Vielfalt unseres Naturparks und seiner verschiedenen Elemente. Ich kriege also kompakt hier alles zu sehen und ich werde animiert, dann auch aufgrund der vielen Bilder, die ich sehe, in die Natur zu gehen. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen.